Ralf Krapsch, rund um Köln steht vor der Tür. Sie sind wieder dabei als sportlicher Leiter der Nationalmannschaft mit 3 Vollprofis und jüngeren Fahrern. Wie sieht das Konzept aus? Ja, wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft hier am Start stehen, dass wir auch ein großes Wörtchen gerade mitspielen werden, wenn es um den Sieg geht. Von einem Sieg muss ich jetzt nicht sprechen, weil das ist sehr schwierig, denn unsere 3 Topfahrer, Christian Knees, Danilo Hondo und Gerard Ciolek, fahren Paris-Roubaix im Vorfeld. Und wie jeder Fachmann im Kreis weiß, rund um Köln wird am Start auch sehr schwer sein. Und von der Seite her ist es wichtig, dass wir da auch Fahrer im Team haben, die dann direkt mit im Bilde sind, konzentriert vorne fahren und auch bei den Attacken mit dabei sind. Und von daher denke ich, dass wir mit dem Rest der Mannschaft, gerade auch mit Björn Turo, der jetzt auch eine sehr gute Entwicklung vollzogen hat, und mit Christoph Pfingsten als deutscher Crossmeister, eine gute Mannschaft hier am Ort vor Ort haben. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich und auch optimistisch, dass das hier passen wird. Also es geht schon auch darum, dass die jungen Fahrer da richtig mit arbeiten sollen und nicht nur hier sind, um ein bisschen Rennluft zu schnuppern und vielleicht ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Genau, ich meine, Erfahrung sammeln werden die jungen Fahrer auf jeden Fall, denn wer hat schon die Möglichkeit, dann auch gerade mit den 3 Topfahrern mal in einem Team zu fahren? Die Erfahrung habe ich letztes Jahr gemacht, dass das sehr gut angekommen ist. Ich habe immer eine sehr gute Mischung gehabt bei den ganzen Rennen, wo wir als Profi-Nationalteam gestartet sind. Und alle jungen Fahrer waren begeistert. Gerade die Professionalität vor und während des Rennens, die sie genossen haben, das sind Lernphasen, die man keinem wegnehmen kann. Und von daher werden wir alle mit einbeziehen. So habe ich das Team aufgestellt und jeder weiß dann, wie die Absprachen sind und jeder wird sich auch danach unterordnen oder danach richten. Als U23-Trainer haben Sie ja auch diverse Schützlinge in verschiedenen Teams, die bei Rund um Köln starten. Wie sehr behalten Sie die im Auge, beziehungsweise was rechnen Sie sich bei denen aus? Natürlich, also habe ich da ein sehr gutes Bild davon, von meinen Fahrern, gerade im U23-Bereich. Das ist ja das Tolle an meiner Arbeit, dass ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann und ich kann genau einschätzen, wie sich die jungen Fahrer verhalten von mir, weil es ist auch sehr wichtig, gerade bei den nächsten Rennen, wo die Fahrer mit mir dann unterwegs sein werden, dass ich den Überblick habe, den Leistungsstand der Fahrer, und von daher ist es eine tolle Sache und ich denke, das wissen auch die jungen Fahrer, gerade wenn ich dann dabei bin, und die werden dann auch sicher motiviert dann bei dem Rennen am Start stehen und auch richtig Gas geben. Das Fahrerfeld wurde heute so ein bisschen vorgestellt. Wer ist denn Ihrer Meinung nach der Favorit oder einer die größten Favoriten bei Rund um Köln dieses Jahr? Das ist ganz klar, die 3 Top-Teams, auch vom Namen her, mit Rabobank, Saxo Bank und Katjuscha. Also da muss man nicht viel drumherum reden. Dazu kommt dann noch das neue Shimano Argus-Team, wo man ein Auge drauf werfen muss, und Vacanzolet, denn wenn man die Rennen gesehen hat im Verlauf der Saison, wie aggressiv, offensiv die Fahrer gefahren sind, also die 5 Teams spielen eine sehr große Rolle, und danach werden wir uns auch richten und auch die Taktik so aufbauen oder auch so in die Wege leiten. Kann man anhand der Starterliste jetzt schon so ein bisschen vermuten, ob es eher ein Sprinterfinale wird oder eher eine Gruppe durchkommt? Kann man bei Rund um Köln nicht sagen, obwohl der Trend dahin gegangen ist, dass es eher ein Sprinterfinale ist. Aber das Schöne ist ja, im Radsport entstehen so viele Rennsituationen. Man kann nie genau wissen, wie sich die Rennen entwickeln. Und bei Rund um Köln ist das Schöne, es muss schon eine starke Mannschaft sein, die dann eine Gruppe zurückholt, um dann auch das Sprintfinale einzuleiten. Und von daher ist es ein sehr interessantes Rennen und ich bin auch sehr, mich freut es auf jeden Fall, dann auch zu sehen, wie sich das Rennen entwickelt, gerade bei den Mannschaften. Und von daher kann man jetzt nicht sagen, ob es ein Sprintfinale wird oder ob eine Gruppe ankommt. Okay, vielen Dank und viel Erfolg.